In unserem Projekt Hörfähigkeiten von Pinguinen geht es für uns darum, eigentlich herauszubekommen, wie gut Pinguine hören können. Und das über Wasser als auch unter Wasser. Und das machen wir mit verschiedenen Methoden. Einerseits werden bei uns Pinguine auf Luftschall trainiert und müssen uns dann ansagen, ob sie ein Geräusch gehört haben oder nicht. Und das Ganze wird auch beim Marine Science Center in Rostock unter Wasser ähnlich wiederholt. Noch nie wurden weltweit so viele Pinguine für diese Untersuchungen trainiert. Es ist aber auch so, dass wir sehr, sehr gespannt sind darauf, was die Ergebnisse uns sagen werden. Gerade darüber, wie gut Pinguine ihre akustische Umwelt unter Wasser wahrnehmen und wie gut wir eigentlich auch die Menschen erreichen können, um das Thema Unterwasserlärm in die Öffentlichkeit zu bekommen. Hier sind zwei sehr, sehr starke Museen involviert, das Museum für Naturkunde in Berlin und das Deutsche Meeresmuseum. Und wir nehmen zum Beispiel das Thema unserer Sammlung dadurch auf, dass wir Mikro-CTs von Schädeln erstellen und diese dann analysieren im Hinblick darauf, ob sie uns physiologische Einblicke erlauben in die Hörfähigkeit der Tiere. Die wissenschaftliche Vogelsammlung des Museums für Naturkunde in Berlin umfasst etwa 200.000 Präparate und ist damit die größte ihrer Art in Deutschland. Die Sammlung umfasst nicht nur aufgestellte Präparate, wie wir sie hier in dem Saal sehen, sondern auch wissenschaftliche Bälge, Skelette, Eier und Alkoholpräparate. So haben wir auch für unser Projekt Hörfähigkeiten zu Pinguinen die morphologischen Studien ausschließlich an Sammlungsmaterial durchführen können. Wir haben dazu Alkoholpräparate aufbereitet, mit denen wir CT-Aufnahmen zum Innen- und Mittelohr von Pinguinen durchgeführt haben. Und darüber hinaus haben wir CT-Aufnahmen gemacht von Schädeln, um dann zumindest die knöchernen Strukturen über nahezu alle Pinguinarten vergleichen zu können. Wir hier am Museum für Naturkunde haben nicht nur eine sehr große Sammlung von Objekten, sondern wir beforschen diese auch aktiv. Pinguine haben einen relativ großen Schädel und die Firma Yxon hat uns deswegen ein CT zur Verfügung gestellt, mit dem wir große Objekte scannen können, aber ganz feine Auflösungen erreichen, damit wir diese Innenohrstrukturen besonders gut darstellen können. Wenn wir den Schädel in das CT einbringen, wird ein CT-Scan in 360 Grad gemacht mit einer bestimmten Durchlichttechnik. Das heißt, wir sehen alle Strukturen innerhalb des Schädels, ohne den Schädel wirklich kaputt machen zu müssen. Es ist für uns natürlich wichtig, die Anatomie des Ohrs eines Pinguins zu kennen. Und dabei hilft uns das CT weiter, weil wir so natürlich in das Ohr hineinschauen können, ohne dieses aufzuschneiden oder diesen Pinguin zu präparieren. Und wir können digital rekonstruieren, wie dieses Ohr ausschaut und können so diverse Strukturen genauer betrachten und anschauen, wie das Ohr eines Tieres ausschaut, was unter Wasser fliegt.